So. Wir rasten nicht im Freien. Das ist besser. Jetzt hat wenigstens Yahira schon mal einen Helm und ist damit auch vor kritischen Treffern geschützt. Weil das ist vorhin garantiert gegen die Ogrillions passiert. Die können garantiert gut quitten, die, auch wenn sie ohne Waffe kämpfen. So, weiter gehen sie. Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Und der, was will der? Na, wenn ihr hier nicht ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Kein schlechter Aufzug, den ihr da anhabt. Nach so etwas muss ich mich auch umsehen, wenn ich das nächste Mal bei Lord Ribald zum Kostümfest eingeladen bin. Da bin ich garantiert Stadtgespräch in die Winter. Pa, ich habe so einer Stadt gehört, aber ich bezweifle, dass es sie überhaupt gibt. Ja, nie Winter gibt es, ist aber eine ziemlich neue Stadt. Soll das heißen, dass ihr aus einer fernen Stadt kommt? Solche Sachen sorgen mich nicht. Habt ihr Informationen über das Gebiet südlich von hier? Ich vermute, ihr meint den direkten Süden wie Nashkel und seine Minen. Nein, ich bin nie dort gewesen. Ich beschäftige mich mit entfernten Zielen und bin wohl auch das eine oder andere Mal zur großen Stadt Adkatla gereist. Es lohnt sich, diese Stadt bei Gelegenheit einmal zu besuchen. Sehr wahrscheinlich, dass sie in Kürze schon ein sehr beliebtes Reiseziel sein wird. Aber das hilft euch jetzt natürlich nicht weiter. Tschüss. Das ist übrigens eine Anspielung auf Baldur's Gate 2. Denn da landet man in Adkatla. Nur mal so vorweggenommen. Also ja, ich merke gerade, ich spoilere ein bisschen zu viel für Baldur's Gate. Ich hatte schon das mit den Pontalons vom freundlichen Arm und jetzt das mit Adkatla. Papi, ich mach mich auf die Schule. Schönen Tag, Liebes. Hast du auch dein Gesicht gewaschen? Oh, schön geschehen. Ja. Wir sind in Nashkel angekommen. Wir haben schon gesehen, nachdem eure eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt. Und die Untersuchung örtlicher Angelegenheiten wird vielleicht etwas Licht in eure eigene prekäre Lage bringen. Was der Eisenmangel oder der Aufruhr in den Minen von Nashkel mit euch zu tun haben könnte, ist euch allerdings ein Rätsel. Oh, wir sind schon in Kapitel 2, hatte ich ganz vergessen. Ich hoffe mal, das führt jetzt nicht zu einem Problem, das werde ich aber gleich sehen. Oh, wir werden gleich angesprochen, hä? Gebt euch zu erkennen, wir sind die Gruppe von Talisa und suchen einen Ort, wo wir uns zwischen unseren Abenteuern ausruhen können. Ich bin Talisa und das sind andere Abenteuer. Ich habe gehört, dass diese Gegend in letzter Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt hat. Erlaubt mir, euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Wenn ihr Probleme lösen möchtet, seid ihr willkommen. Wenn ihr sie verursachen wollt, dann geht besser woanders hin. Die Lage hier ist nicht so gut, Talisa. Wir werden keine Schwierigkeiten begreifen, dessen können wir euch sicher sein. Was ist nicht gut? Alles, was ich höre, sind Gerüchte und vage Verdächtigungen. Ja, also, was ist hier überhaupt noch gut? Unser Eisen ist verdorben und es ging Gerüchte über Dämonen in den Minen um. Die unteren Ebenen wurden während dieser Krise praktisch verlassen. Und dann ist da noch die Sache mit Kommandant Brage. Oh, die haben ihm diesen Titel ja weggenommen. Aber ich benutze ihn immer noch. Er hat eines Nachts in einem Wutanfall seine Frau, seine Kinder und alle, die ihn gesehen haben, getötet. Macht schon mal keinen guten Eindruck. Dann ist er in die Hügel geflohen. Er ist immer noch irgendwo da draußen und wir betrauern ihn selbst ebenso wie seine Opfer. Also pfui, jetzt habt ihr einen gestandenen Soldaten doch glatt zum Weinen gebracht. Ja, wir haben gehört. Anscheinend ist das Eisen aus den Minen von Nashkel verdorben und es gibt Dämonen in den unteren Ebenen. Außerdem ist ein Wächter namens Brage amok gelaufen und noch auf freiem Fuß. Nashkel ist wirklich eine unruhige Stadt.
Ja, das Erste, was wir machen sollten, ist uns ausruhen. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Ich habe 35 Goldmünzen für ein Schwert von Berikos bezahlt und es ist in meinen Händen dahin gefault. Ja, ich habe mehr bezahlt. Was kann Metall so verderben? Ist es euch ebenso ergangen? Selbst wenn man sein Schwert aus irgendeinem feuchten Verlies hervorgezerrt hat, wird es weich, sobald man es nur in der Nähe des verdorbenen Metalls bringt. Nur auf magische Waffen scheint das Ganze keine Wirkung zu haben. Aber wer hat die schon? Jedenfalls keiner, den ich kenne. Ja, neues Erfahren. Gegenstände aus einem werden spröde und schwach. Keiner weiß warum. Okay, erstmal schlafen und herausfinden, ob das doch geht. Es gibt mag nämlich zwar nicht ganz damenhaft sein, was ich jetzt mache, aber ich schneide euch trotzdem die Kehle durch. Nein, wir werden erstmal freundlich begrüßt. Ist vielleicht nicht sehr damenhaft, aber ich schlitze euch jetzt den Hals auf. Was für ein Glück habe ich, ihr rennt mir ja genau in die Arme. Die Beschreibung nach hatte ich mich ja auf eine lange Jagd eingestellt, aber ich will mich nicht beschweren. Möge der Herr der Schatten euch einen schnellen Tod bereiten. Erlaubt mir zunächst mal meinem Angreifer zu fragen, warum tut ihr das? Wer ich bin, ist unwichtig. Ich heiße jedenfalls Neria, ich bin Kopfgeldjägerin und auf euren Kopf ist eine hübsche Summe ausgesetzt. Sie sagt zuerst, wer ich bin, ist unwichtig, aber sie sagt gleich, wer sie ist. Habe ich eure Frage hiermit ausreichend beantwortet? Nein, dachte ich mir. Das ist aber jetzt egal. Okay, wir kriegen es schon wieder mit einer Haut drauf zu tun. Oh, eine Magierin. Schnell, Imoen. Schieß was auf sie ab. Okay, wir haben sie getroffen. Schieß nochmal. Okay, wir haben sie nochmal unterbrechen können. Uff, wir haben sie töten können. Sie hatte einen Helm dabei, eine Schriftrolle, ein Schild. Ein Schild für Khalid vielleicht? Nö, der hat schon eins. Aber eine Schriftrolle und einen Helm. Imoen, kannst du den Helm identifizieren? Nö. Was steht denn in dieser Schriftrolle? Also erstmal haben wir eine neue Rüstung für Jahira. Eine Rüstungsklasse besser. Wieder ein Kopfgeld. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Talisa das Legion von Gorion ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Diese Person wurde zuletzt in der Region Berigos gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Die betreffende Person ist als gefährlicher Gegner einzuschätzen und beschädigt sich wahrscheinlich in der Begleitung gut bewaffneter Gefährten. Dieses Angebot wurde allen einschlägigen Gilden unterbreitet. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 680 Goldmünzen belohnt. Wie immer gilt, wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Ziels ereilen. Ja. Gut. Ein Nickerchen bitte. Okay, wir wollen mal als Händler schlafen. Eigentlich würde ich gern nochmal schlafen. Ihr träumt nicht oft, doch heute Nacht seht ihr die Traumbilder besonders klar. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und steht jetzt wieder vor den Mauern von Kerzenburg, eurer einstigen Heimat. Doch das Tor ist verschlossen und verriegelt. Über der Burgmauer seht ihr in eurem ehemaligen Zimmer eine Kerze brennen. Doch als die Flamme erlischt, wird auch das Fenster von den Mauern eurer einstigen Herberge verschluckt. So als ob sie sich gegen euch verschworen hätten. Der Klang einer euch wohlbekannten Stimme schreckt euch auf. Doch sie ist ruhig und zärtlich. Du kannst nicht zurück, mein Kind. Du musst deinen Weg fortsetzen. Vor euren Augen erscheint Gorion. Und obwohl sein Anblick eine beruhigende Wirkung auf euch haben sollte, scheint euer Ziehvater nur ein Schatten seiner selbst zu sein. In eurem Traum wie auch in Wirklichkeit ist Gorion tot. Der Geist eures Ziehvaters zeigt in die Dunkelheit des Waldes. So als ob dieser einladend auf euch wirken sollte. Vielleicht ist er das in gewisser Weise auch. Doch eine beschwerliche Reise steht euch bevor. Gerade als euch dies durch den Kopf geht, seht ihr aus dem Augenwinkel, wie ein ebener Weg deutlich Gestalt annimmt. Er scheint wie für euch gemacht zu sein und verspricht ein schnelles Entrinnen aus eurem bisherigen Leben. Ihr verspürt einen unwahrscheinlichen Drang, ihm zu folgen. Es könnte zu eurem Besten sein, doch es ist ein wenig zu einfach für euren Geschmack. Ihr möchtet nicht ewig über den erlittenen Verlust trauern, doch möchtet ihr ihn auch nicht ganz aus eurem Gedächtnis streichen. Gorion lächelt euch zu und verschwindet.
Der Drang wird zu einem regelrechten Zwang. Ihr könnt ihm jedoch widerstehen und geht festen Schrittes in eure neue Richtung. Dieser Weg ist zwar weniger deutlich erkennbar, doch auch nicht weniger interessant. Als ihr euch auf den Weg macht, drängt ein bruchstückhaftes, dumpfes Flüstern an euer Ohr. Worte, die ihr nie zuvor gehört habt. Es wird euch eine Lehre sein. Ihr werft keinen Blick zurück. Gut, das war unser erster Traum. Und dieser erste Traum hat uns etwas Besonderes gebracht. Also nicht nur, dass er storytechnisch sehr interessant ist. Meiner Meinung nach. Erst einmal trinken wir aber ein. Met. Noch ein Met und ein Schattenbräu. Dieser arrogante Mistkerl, habt ihr vom Bürgermeister von Berikost gehört? Keldaf kommt hierher und erzählt uns, wir sollen nicht mehr so schlechtes Eisen liefern. Als könnten wir was dagegen tun. Ja. Tagebuch aktualisiert. Naschke wird für die schlechte Qualität des Eisens des Abbaus verantwortlich gemacht. Doch seine Bewohner behaupten, dass da noch etwas anderes nicht stimmt. Gut. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt eine Fähigkeit erhalten durch den Traum, nämlich leichte Wunden heilen. Was ich sehr gut finde. Ja? Das waren war die zwei Nächte doch wert. So, jetzt aber nichts erst einmal zum hiesigen Rüstungshändler. Nichts leichter als das. Und ja, hier sind überall amnische Soldaten unterwegs, genau. Zum Glück ist der Rüstungshändler gleich nebenan. Und den besuchen wir jetzt mal. Also das hier sieht eher aus, nicht gut. Rüstungshändler, kann man nicht sagen. Der hier sieht eher aus wie ein Tante-Emma-Laden. So. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Wie wär's mit deinem kleinen Geschäft so ganz nebenbei, mein Freund? Ich habe da einen Mann, der schwört beim Barte seiner Großmutter, dass er oben in den Eisfeldern des Cloud Peaks, also der Wolkengipfel, einen weißen Wolf gesehen hat. Es war ganz in der Nähe Richtung Süden. Und jeder, der ein Schwert in der Hand zu halten weiß, könnte das Tier ganz leicht erlegen. Nein. Winterwölfe sind böse, die können nämlich Eis odem. Und das könnte schmerzhaft sein für so eine schwache Gruppe. Ihr solltet für das Fell gutes Geld von mir erhalten. Dafür stehe ich ein. Ihr riskiert also nichts. Denkt daran auf euren Wegen. Kann ich euch eins der Dinge in meinem bescheidenen Laden interessieren? Ja, kannst du. Also erstmal wollen wir verkaufen. Nein, Infravision braucht keine Sau. Und Lederrüstung brauchen wir auch nicht mehr mitschleppen. Die Kopfgeldschriftrolle brauchen wir auch nicht unbedingt. Den Brief sollten wir behalten. Gorions Schriftrolle, die könnten wir theoretisch ja auch verkaufen. Bringen tut sie uns nämlich nichts mehr. Die Sachen hier können wir verkaufen. Schild will er gar nicht haben. Okay. Und die Sachen hier. Kettenhemd behalte ich mal kurz. Rüstung behalte ich auch mal. Brennende Hände kann ich auch mal behalten. Freundschaft, die Schmucksachen. So. Und dann gucken wir mal, was du so für uns hast. Also du hättest einen Flegel, das ist aber eine spitze Waffe. Ich hätte gerne einen Streitkolben. Streitkolben sind stumpfe Waffen. Genau, und Morgensterne sind spitze Waffen. Streitkolben macht 1W6. Ich hätte fast schon lieber die spitzen Waffen nehmen sollen, statt die stumpfen Waffen. Egal. Zweihandschwert. Naja, das einzig wirklich Interessante, was er hier hat, außer Plattenpanzer, aber die finden wir auch so, ist das Langschild plus 1. Das kostet aber 2540 Goldmünzen. Ist also nicht ganz so leicht zu kriegen. Gut, deswegen würden wir sagen, wir kaufen für Imoen nur Bolzen. So. Nicht Bolzen, Pfeile. So, 4 Paar. Also 4 Köcher voll Pfeile. Wobei die Köcher in Baldur's Gate 1 leider etwas kleiner sind als die in 2. So, Tränke würde ich ganz zu Kalid tun.
So. Tränke kommen zu Khalid. Jahira trägt Schriftrollen, Imoen trägt Pfeile und nicht identifiziertes. Und Talisa trägt den ganzen anderen Kram. Gut. Fürs Erste.